Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen FIFA 15 bei First Guide Challenge. Und heute ist der Otaldo von den Soccer Dudes am Start. Moinsen! Und ja, ich würde sagen, wir beginnen sofort. Wir machen es heute so, dass wir ja random, sage ich mal, suchen. Also wir machen keine Position, sondern wir suchen einfach ja für alle Positionen. Das heißt, es gibt ein ganz krummes Team am Ende. Und ja, ich würde sagen, wir können eigentlich sofort lossuchen. Du kannst auch beim Torwart anfangen, weil... Ja. Da sollten wir uns ja eigentlich nicht in die... Obwohl, fang du besser beim Stürmer an, dann kommen wir uns da nicht... Weil wir sehen ja dann, wenn wir gleichzeitig suchen, dieselben Spieler im Prinzip, ne? Das stimmt, ja, okay, das ist ein bisschen blöd. Dann haben wir vielleicht dieselben Spieler die ganze Zeit. Dann würde ich sagen, nimmst du den ersten Spieler von der ersten Seite, ich den ersten Spieler von der zweiten Seite. Okay. Los geht's. So. Ich habe gerade auch meinen eigenen Verein gesucht. Dachte, oh ja, Messi, nehme ich. Das geht auf jeden Fall. Okay, mein Torwart sieht schon nicht so gut aus. Ja, mein Stürmer sieht perfekt aus. Ich habe nämlich Sturm gesucht, also ohne, dass da was stand. Okay, 1,82 nur. Okay, dann machen wir direkt weiter. Ich würde sagen, ich suche die ersten Innenverteidiger. Ich gehe mal in ZOM. Mach das. Obwohl es ja eigentlich egal ist. Ich würde sagen, dann nehme ich wieder den ersten Spieler von der zweiten Seite. Oder gibt es sogar einen Innenverteidiger für mich? Was für ein Glück habe ich denn, ey? Das zweite auch. Mal, dass ich den richtigen Spieler ziehe. Okay, in Sachen Chemie könntest du dann vielleicht sogar gewinnen. Wir können den nächsten jetzt suchen. Alles klar, dann machen wir das doch. Nicht nur den LV. Okay. Das passt natürlich gar nicht zur Position, aber... Oder ich krieg sogar einen Link zu meinem Torwart. Oh, der ist abgelaufen, muss ich nochmal suchen? Alles klar, dann machen wir direkt weiter. Ich suche mal den Rechtsverteidiger. Oh, den suche ich auch. Alles klar. Du nimmst die zweite Seite wieder, ne? Genau, ich nehme die zweite Seite. Okay, ein Silberspieler. Hä? Mir wird immer noch der Spieler angezeigt, den ich eben gekauft habe. Deswegen ist das ein bisschen komisch. Okay. Muss ich zweimal suchen oder so, keine Ahnung. Irgendwie ist das merkwürdig. Mach das. Okay. Nehme ich direkt mit. 200.000 Milliarden Coins. Alles klar, dann kann ich mich auch was gefasst machen da. Okay, bist du fertig? Ja. Alles klar, machen wir direkt weiter mit dem Linksverteidiger. Macht mit dem RF. Das sieht bislang echt noch nicht so gut aus. Oh, okay. Ist auf jeden Fall was Schwarzes bei mir auch am Start. Okay, ich habe den Spieler. Ich auch. Dann gehe ich jetzt mal auf den linken Flügel. Im so langsam muss ich mal ZM. Suchen. Oh, komm. Ich brauche wenigstens irgendwie einen guten Spieler auf der Stürmerposition. Oh. Come on. Ja. Ja, bei mir sieht es alles andere als perfekt aus. Ich habe den Spieler, wir können von mir jetzt weitermachen. Ja, dann gehe ich mal zu meinem Innenverteidiger. Okay, ich mache direkt den rechten Flügel. Komm bitte da wenigstens jetzt. Also es läuft echt nicht optimal. Hä? Richtung hier. Dreieck. Nee, hä? Wieso zeigt ihr mir denn nicht den Spieler an? Ich habe die ganze Zeit den Spieler, den ich eben schon hatte. Jetzt mit dem Transfer macht das ein bisschen doof. Zack. Alles klar, dann mache ich beim Stürmer weiter. Mache ich ZM. Okay, komm, bitte wenigstens einen richtig kranken Stürmer. Oh Mann, ey, hier wäre schon ein guter Spieler gewesen. Aber ich krieg wenigstens Stürmer auf der Stürmerposition. Ja. Alles klar, mache ich weiter beim ZOM. Mach den linken Flügel mal. Komm, ZOM ist auch eine wichtige Position. Und... Okay, das ist nicht schlecht. Zeit mir schon. Das ist irgendwie ein komischer Bug. Ich gehe einfach mal rein und raus aus der Mannschaft, damit er mir nicht immer wieder dieselben Spieler anzeigt. Was irgendwie echt sehr doof ist. Und jetzt Transferbugsuche. Okay, wir können weitermachen. Oh, okay. Auch einen Link zu meinem Stürmer. Läuft ja richtig perfekt. Ja, ich suche mal einen Torwart. Ja, ich mache weiter im zentralen Mittelfeld. Okay. Passt natürlich perfekt als Torhüter. Scheiße, Mann, was habe ich denn für einen Spieler? Okay, ich würde sagen, wir könnten zum letzten Spieler kommen, wenn du soweit bist. Ja, können wir machen. Alles klar, kurz Bronze wegmachen, dann suche ich doch direkt einen guten Spieler noch. Ich glaube, ich habe den schon, aber... Yep. Oh yeah, Mann, ich habe wenigstens noch einen richtig guten Spieler. Der passt sogar in der Position ganz gut. Okay, die Teams sind fertig, so sieht das Ganze aus und würde ich sagen, starten wir jetzt direkt ins Spiel. Bis gleich. So, dann können wir direkt schon zur Trikotauswahl kommen. 26 Chemie, das sieht echt nicht schlecht aus. Ja, das ist auf jeden Fall ein Traum. Gegenüber meiner Chemie ist das wirklich, da bist du schon echt oben mit dabei. Du musst mal gucken, was ich da Schönes gezogen habe. Oh, Falcao im Sturm und... Ey, du hast Falcao und... Firmino. Ja, das ist ganz gut. Und Kompanie als linken Flügel, richtig gut.
Ah, deine Flügelspieler passen ja so im Prinzip, ne? Ja, die passen, aber... Sind schwarz Sturm... und schnell wahrscheinlich sogar. Ja, hoffe ich mal. Oh nein, 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 nein. Oh, Company! Company! Das ist deine Chance, als hier zu glänzen. Macht der so Dinger rein. jetzt, komm. Gazia. Oh, komm, hau ihn rein, nein! Oh, Montolivo, überschätze ich nicht. Boah, was ein Zusammenspiel hier. Was ein Zusammenspiel. Und da macht mein Bronzespieler den auch rein zum 1:0. Kannst nicht viel machen, du. Oh, das war aber gar kein schlechtes Zusammenspiel dann im Mittelfeld. Okay, wenn der jetzt auf Falcao kommt, könnte es vielleicht gefährlich werden. Oder auf Company, den hast du auch noch vorne drin. Aber, oh, Montolivio, der fliegt da raus wie ein richtiger Goalkeeper. Nein, 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 nein. Oh, Montolivio. Und Tevez mit einem schönen Schuss, oder was? Nein, bleib im Tor! Oh. Ich habe aber die ganze Zeit so ein Glück, das ist unglaublich. Schade. Komm, nimm ihn Volley. Das oh, zeigt dann seine 0 Chemiepunkte oder 1 Chemiepunkt, wie viel er auch immer hat. Ja, komm, lauf da oben durch. Nein, warum schickt er denn den? Aber Diouf, komm. Mach's mit dem Lupfer und das 2:0. Und dein Tor, den hast du überhaupt? Miranda ist im Tor. Mhm. Also, den hätte sogar ich gehalten. Der kommt mit 1 Kilometer pro Stunde an. Okay, er hat alles versucht, was in seiner Kraft stand, hat noch den Arm hochgerissen. Ja, was hat er denn? Hat er Streichhölzer als Arm oder was? Was willst du da viel machen, ne? Geht halt nichts. Guck mal, mir. Oh, bam. Was war das denn, Mann? Kanonenschuss. Da hätte auch Miranda hingehen können. Er hätte ein Tor sogar noch ein Tor gemacht. Hätte es ein Fehler vielleicht leicht wieder besser ausgebessert. Bei mir hatten ein paar Spieler nur wenig Chemie, ja. Dass sie so tot, nur wenig Fitness, dass sie so tot waren. Das hätte waren. Man vielleicht noch gucken können vorher. Ja, okay. Aber, ja gut, 2-1. Bisschen was vergeben. Das, wenn die halt so schlecht spielen, dann das macht mich einfach komplett fertig, weil... Ja, du hast dann zweifelt man an sich selbst dann und dann ist halt die Moral schlecht und dann spielt man noch schlechter, die Spieler spielen noch schlechter und dann... Das stimmt. Ein Teufelskreis. Hätte ich den einen oder anderen noch machen können, wenn ich sogar müssen. Also mit 7 Chemie und... Also ich hatte halt auch eine gute Schuss, also gute Position manchmal, aber einfach nichts gebacken gekriegt, also... Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall... Checkt natürlich den Kanal von den Soccer-Dudes ab. Da gibt es ja jetzt aus der Sicht hier auch nochmal ein Spiel. Und ja, vielleicht ist das ja besser gelaufen für dich, wer weiß. Und ja, checkt den Kanal ab, lasst natürlich ein Abo da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Das war's soweit. Schreibt natürlich in die Kommentare, ob ihr vielleicht sowas nochmal sehen wollt. Lasst ein Like da und dann würde ich sagen, macht's gut und ciao.